Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Eine herzliche Gratulation an unser Geburtstagskind, der Lennart. Alles Gute zum Geburtstag. Wir haben dich gewünscht. Henkers away. Das wäre mir gerne dafür. Thank you.
Nummer 9. Thank you.
einleiten. Herr Mikusch, erstmal herzlich willkommen zu Hause. Wenn ich mich in den letzten Wochen mit Kommandanten von Schiffen unterhalten habe, haben die mir erzählt, dass sie aufgrund der Corona-Lage keine Möglichkeit zum Landgang hatten. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Mikusch? Unser Landgang war natürlich aufgrund der Corona-Lage auch sehr eingeschränkt. Wir waren als Kohorte an Bord und die Einsatzbedingungen haben eben auch verlangt, dass wir die Kohorte halten und auch keinen Kontakt zu unseren Familien leider im Einsatzgebiet hatten. War das über Weihnachten und in Silvester? Es war natürlich eine besondere Situation für alle, Weihnachten fern der Heimat, in See. Nichtsdestotrotz hat die Kameradschaft an Bord gezeigt, dass es auch ein besonderes Weihnachtsfest für uns alle war. Sie waren Teil eines NATO-Verbandes, der in der Ägäis unter anderem auch Flüchtlingsbewegungen beobachtet. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage da aktuell vor Ort? Also unsere Einschätzung der Lage ist, dass unsere Partner, die griechischen und türkischen Behörden in Zusammenarbeit mit Frontex, der EU-Grenzkommission bzw. Behörde, das sehr gut im Griff haben. Die Türkei kommt ihren Aufgaben hervorragend nach. Wir sind als Mittler zwischen beiden Seiten dort unterwegs, haben türkische und griechische Verbindungsoffiziere an Bord und arbeiten mit den Behörden dort sehr gut zusammen. Was waren denn aus Ihrer Sicht die schönsten Momente dieses Einsatzes? Die schönsten Momente waren sicherlich das Weihnachtsfest in See und das gemeinsame Silvesterfest in Piräus und natürlich heute der Einlauftag. Ich vermute mal, dass Sie jetzt erstmal Urlaub machen. Wie geht es denn dann weiter mit der Schleswig-Holstein? Was für Einsätze sind dieses Jahr noch geplant? Wir werden nach unserer Urlaubsphase der Flotte weiterhin zur Verfügung stehen und werden schon Ende März auslaufen zu einem multinationalen Manöver Richtung Island und werden da hauptsächlich mit amerikanischen, aber auch norwegischen Einheiten zusammen üben. Herr Mikusch, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und wie gesagt, herzlich willkommen zu Hause. Dankeschön. Danke, sehr gerne. Ich würde wieder runtergehen, ne? Ja, alles klar. Thank you.